Die Los Angeles Auto Show ist für viele Hersteller von Bedeutung. So auch für den mittlerweile sehr starken Global Player Kia. Schon lange angekündigt, zeigt Kia der Weltöffentlichkeit erstmals die dritte Auflage des Erfolgsmodells Soul. Der Wagen ist ganz klar als ein Soul wiederzuerkennen, allerdings wirkt er extrem frisch. Wir haben bei Kia natürlich eine breite Palette an Fahrzeugen mit Limousinen und SUVs. Der Soul ist unser Einstiegs-SUV, aber er bringt Qualitäten wie ein großer mit. Er spielt entsprechend eine sehr wichtige Rolle in unserem Portfolio, vor allem auch hier in den USA. Der Grund dafür ist, dass Kompakt-SUVs immer mehr Marktanteile bekommen haben. Die Leute wollen den Nutzwert, die Flexibilität, die Vielseitigkeit eines Fahrzeugs, das sie raus ins Gelände bringt und wieder zurück. Nicht unbedingt zum Bergsteigen, aber etwas, das nützlich ist und auch noch zeitlos und nach Spaß aussieht. Die charakteristische kastenartige Form bleibt bei der dritten Generation des Kleinwagen-SUVs erhalten. Optisch fallen jedoch die wesentlich kleineren Scheinwerfer auf, die durch eine schmale Chromleiste verbunden sind. Die in LA gezeigte neue US-Version des Modelljahres 2020 ist mit 4,20 m 5 cm länger als die auslaufende deutsche Variante. Neu in den USA ist ein 2,0 Liter Saugbenziner mit 147 PS. Daneben gibt es einen Turbobenziner. Nach Deutschland kommt allerdings nur die Elektroversion, die ebenfalls in LA debütiert. Das Elektroauto heißt in Deutschland nun e-Soul. Den Elektroantrieb erhält es aus dem e-Niro, das heißt, der Elektromotor bringt 204 PS und 395 Newtonmeter Drehmoment. Das ist ein deutlicher Leistungssprung, denn der bisherige Soul EV hatte nur 110 PS und 285 Newtonmeter. Ebenfalls vom e-Niro stammt der neue flüssig gekühlte Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit einer deutlich höheren Speicherkapazität als bisher. Statt 30 Kilowattstunden sind es nun 64 Kilowattstunden. Damit dürfte sich auch die Reichweite verdoppeln und nahezu 500 Kilometer erreichen. Der e-Soul startet in Deutschland im ersten Halbjahr 2019. Neben dem Soul zeigt Kia in LA auch den e-Niro. Dieser verfügt über zwei Batteriekonfigurationen, die zwei verschiedene Reichweiten ermöglichen. Diese Option wird es sicher auch für den neuen Soul geben. Auch der e-Niro ist in Deutschland 2019 verfügbar.